Hi, mein Name ist Maximilian Kaufold. Wie ihr seht, bin ich momentan nicht in Deutschland gerade, sondern in der Türkei in meinem Auslandssemester. Ich komme aus der wohl geilsten MTP-Geschäftsstelle, nämlich aus Gießen. Da war ich unter anderem GSV-Gesamtleiter und erster Vorsitzender der Geschäftsstelle. Habe mir dann dieses Jahr überlegt, wie könnte ich weitermachen, habe mich fürs TTT 2013 beworben, wurde dann auch ausgebildet in den Bereichen Vorstände und Selbst- und Zeitmanagement. Warum wollte ich Trainer werden? Ich habe schon viel im Verein gemacht. Ich bin schon seit über 3 Jahren bei MTP und habe einfach neue Herausforderungen gesucht und wollte meine Erfahrungen weitergeben. Genau aus diesen Gründen bin ich Trainer geworden. Was ist denn so das schönste Trainingserlebnis für mich? Muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es keins. Es gibt sehr, sehr viele schöne Momente bei Trainings immer. Das Gesamtpaket ist das Geile. Ihr reist komplett durch Deutschland, lernt neue Leute kennen, neue Persönlichkeiten, seht was von Deutschland, lernt die verschiedenen Geschäftsstellen kennen. Also das Beste ist eigentlich nach dem Trainingstag dann die Feedbackrunde, wo man dann mitbekommt, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht. Und dann kann ich mich selber reflektieren, mich weiterentwickeln, das Training verbessern, mich selber verbessern. Und das ist eigentlich das Geile daran, man wächst mit seinen Herausforderungen, man selber wächst, man lernt neue Sachen dazu und das ist richtig geil. Und deshalb bewerbt euch fürs TTT 2014 und macht die Trainingsausbildung, weil meiner Meinung nach ist der geilste Job im Verein, den ihr machen könnt. Also haut rein, ciao, ciao. Mein Name ist Anna und ich komme aus der GS Paderborn, bin 23 Jahre alt und habe im Mai 2012 am TTT teilgenommen. Es gibt viele Gründe, am TTT teilzunehmen und diese Chance wahrzunehmen. An sich ist das TTT schon ein wahres Erlebnis. 2 Wochen mit 15 Leuten auf 120 Quadratmeter und dazwischen noch eine GSV, das kann man nur einmal erleben. Natürlich lernt ihr auch sehr viele unterschiedliche Menschen kennen und arbeitet mit sehr vielen Menschen zusammen. Nicht nur ihr könnt ihnen was beibringen, sondern ihr könnt auch sehr viel von ihnen lernen. Natürlich reist ihr auch quer durch Deutschland, was super viel Spaß macht und ihr lernt sehr viele Städte überall in Deutschland kennen. Wenn ihr wissen wollt, was hinter all diesen lustigen Bildern steckt, dann nehmt am TTT 2014 teil. Willst du vielleicht sogar dem Verein was zurückgeben und das Wissen, das du dann nach deiner Amtszeit erlangt hast oder in deiner Amtszeit, das auch weitergeben und dann dich vielleicht zum Trainer ausbilden lassen und dann einer von uns werden und das schönste Abend im Verein für dich gewinnen und dafür bekommst du dann auch alle Informationen. Das Trainer oder die Trainerausbildung war für mich die tollste Sache, die ich in diesem Verein gemacht habe. Und ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du da auch nur ein bisschen verbrennst, go for it. Du wirst es nicht bereuen. Du hast den ganzen Verein hinter dir, der hinter dir steht und der für dich da ist und dich nicht im Stich lässt. Alles Gute,